So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Minus. Ich habe mal ein bisschen was hier an der Sättigung von der Kamera gemacht. Es hängt immer noch hinterher, alles Mist. Es ist jetzt irgendwie total blass, total hell, aber irgendwie anders als davor. Habe auch schon wieder mega schlechte Laune, weil man sich schon wieder mit dem gleichen Thema befassen muss, wie jeden Tag mit dem Herrn Zahnarzt. Und ich wollte jetzt einfach noch kurz ein Video aufnehmen am Mittwoch, weil heute Abend die Meisterliga wechselt wieder in die Superliga und ein bisschen kämpfen. Vielleicht kann man sich da abreagieren. Habe mein Team hier wieder zusammengestellt mit Togekiss, Giratina, Dialga. Dasselbe Team wie immer. Es ist doch so unnötig, Ramses. Nimm doch mal was anderes, aber ich werde jetzt einfach mit dem Team da reingehen. Was natürlich cool wäre, ich habe gehört, dass Groudon doch trotzdem richtig gut gerankt ist in der Meisterliga und durch seinen anderen Move, hier diese Abgrundsklinge oder was das ist, noch besser gerankt ist. Und gerade wenn du einen 100er hast auf Level 50, was nicht jeder hat, müsste das so krass gerankt sein, dass das einfach jeden hier zerberstet. Gerade jetzt wäre Groudon auch richtig genial, weil Groudon hat ja hier Boden Moves, was ist jetzt? Mewtwo? Egal, lasse ich drin. Groudon hat Boden-Moves, die gut wären gegen das Dialga. Groudon hat Feuerschlag, die gut wären gegen das Dialga. Aber ich habe keinen Groudon im Team. Jetzt lass mal den Psychostoß durch. Auch hier. Bin schon wieder komplett von der Rolle. Aber ihr sagt immer, ja, Ramses Minus ist trotzdem super Format. Da lernt man auch mal ein bisschen was, GBL-mäßig. Und selbst wenn man nichts lernt, dann hat man hier noch irgendwas Amüsantes. Was nicht so amüsant ist, ist die Katze, die da am Boden liegt. Mit Beine breit. Wenn die immer noch so liegt, zeige ich euch die dann mal. Das sieht man eh nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man die sieht, obwohl wir bringen euch dazu, die Katze zu sehen. Macht deinen Move mit einem erlösten Mewtwo. Wie krank kann man sein, um sein Mewtwo zu erlösen, sein Krypto-Mewtwo, außer man hat 10 Stück, dann natürlich gerne, aber ich hätte es jetzt nicht erlöst. So, ich muss jetzt mit rechnen, was kommt danach? Kommt danach nochmal, ja, wenn er Dialga nochmal einsetzt. Ich hole jetzt auch Dialga rein, falls er mit seinem Dialga kommt, wenn er was anderes hat, dann nicht, oder? Es ist, was ist das? Ho-Oh? Was mache ich mit Ho-Oh, Bruder? Ich glaube, ich wechsle auf Dialga. Gucken wir das jetzt mal an. Jetzt kommt er natürlich mit seinem Dialga zurück. Er hat noch ein Schild. Ich habe ein Schild. Er hat Drachenmoves. Ich habe leider keine Drachenmoves. Ich habe nur Geist komplett dreimal drin. Aber egal. Ich habe ja noch hier einen Spukball. Der dürfte ja ein bisschen was machen. Meine Quick-Moves sind halt jetzt nicht so krass. Ja, ihr seht, er ist sehr effektiv gegen mich. Der haut hier einfach drauf. Der haut hier einfach rein. Machen jetzt mal hier noch einmal Unheilböen, weil wir nämlich gleich tot sind. Ich weiß nicht, ob es für Spukball noch gereicht hätte. Wir machen einfach Unheilböen, schauen mal, was passiert. Haben ihm jetzt hier noch ein bisschen was gegeben. Er haut uns jetzt raus und wir können wieder ein bisschen bei unserem Dialga die Moves voll machen. Um dann vielleicht eine volle Attacke auf sein Ho-Oh zu schmeißen. Ich weiß nur gerade nicht, was ich machen soll. Leider habe ich nichts gemacht. Mann, ich wollte doch erst mal gucken. Dabei waren die Moves schon voll und er macht Läuterfeuer. Egal, ich gehe jetzt einfach auf Drago-Meteor, weil das voll ist und weil das die Herde, die stärkere Attacke ist. Und habe es gerade so knapp überlebt. Also guck mal kurz rein. Hui, es ist weg. Angriff sinkt stark, ist egal. Ho-Oh ist kaputt. Sieht man das da unten? Ich kann das immer auf der Kamera zeigen, oder? Wenn ich jetzt hier auf ein Pokémon gehe, wenn ich hier rausgehe und drücke hier ein Pokémon an und mache dann die Kamera, so, sieht man dann, dass hier unten einfach der Adi liegt. Der Adi liegt hier und jetzt ist er aufgewacht. Adi, was ist denn? Du hast hier zwischen deinen Beinen, also deine Beine waren so, das sah gut aus, mach das doch nochmal. Adi, Schatz, alles Gute. Genau, lass dich nicht irritieren, lieg einfach da und schlaf. So, kein Wunder, dass man sich nicht konzentrieren kann, da Adi Schatz einen ablenkt. So, rein, nächster Kampf, also das war natürlich Absicht. Also ich habe wieder mal so getan, als würde der mich besiegen, dabei habe ich einfach alles unter Kontrolle gehabt. Wie immer im Leben, ne?
Ramses Minus ist auch dazu da, Fake News zu verbreiten, so wie Kontrolle über mein Leben. Und er kommt mit Togekiss. Ich habe auch. Ich habe den sogar angelegt als Best Buddy. Bin damit 3-8 gegen 3-5. Viel höher als er. Mach auch schönere Rückwärtssaldos, wie ich gerade sehe. Darf hoffentlich eher meine Antikkraft machen. Guck mal, er ist schon im gelben Bereich. Jetzt wechselt er raus. Auf gut ruhen. Was mache ich gegen Groudon? Ich glaube, ich habe damals sogar auch... Ne, warte, ich wechsle, ich muss wechseln. Wenn ich wechsle, pass auf, ich wechsle jetzt auf Giratina. Weil auf Dialga ist ja Quatsch. Mit, wenn der hier kommt mit seinem Bodenzeug, mit seinem Feuerzeug, ist ja Quatsch. Also geh mal auf Giratina. Ich weiß gar nicht, ob der dem Giratina großartig was anhaben kann. Wir schauen einfach mal, was der macht. Der casht voll rein. Also der casht, der wuchtet voll rein, genau. Das war also ein Wuchtschlag. Erdbeben passt, haben wir überlebt. Hat noch ein Erdbeben. Versuchen wir mit den Quick Moves raus zu drängen. Ich möchte bitte überleben. Ich weiß nicht, der macht bestimmt einen Feuerschlag jetzt, oder? Hätte ich vielleicht noch überlebt, aber trotzdem, geh weg mit dem Togekiss. Ich kann auf Togekiss jetzt hier vielleicht den zweiten Move, das zweite Schild rausloggen. Und er hat beide Schilde noch, aber sein Togekiss ist direkt tot. Er kommt jetzt mit Mewtwo. Er wird jetzt ein Schild nutzen, deswegen nehme ich nur Unheilböen. Ich habe immer noch meinen Togekiss, was trotzdem auch gegen Mewtwo ein bisschen Schaden macht. So, ihr seht das, das sieht gut aus. Er lädt natürlich seine Moves jetzt alle voll. Schaffe ich nochmal Unheilböen? Ich schaffe noch. Ich schaffe noch einmal Unheilböen. Also, ich glaube, das Ding ist auch sicher. So. Ich hatte erst Drachenklaue drin und Drachenklaue und Spukball. Aber ihr seht, Unheilböen hat mir gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Ich würde jetzt, weil er hat ja nicht mehr viel, ich würde jetzt einfach hier auf Dialga gehen. Das einmal durchlassen. Dialga ist noch voll, hat noch alle Moves am Start. Er macht Psychostoß. Macht nochmal Psychostoß vielleicht oder auch Spukball. Ich weiß nicht, Dialga muss jetzt alles fressen, was kommt. Ein bisschen angreifen und hat trotzdem natürlich noch ein Schild. Und er gibt auf. Zur Not hätte ich noch das Togekiss gehabt. Und ein Schild. Hätte also trotzdem irgendwie gepasst. Meisterliga Beste. Ich mag Meisterliga. Meisterliga richtig genial. Ich bin immer noch unzufrieden mit dem Hintergrund. Ich wollte letztens eine Pinnwand hier anbringen. Und generell, weiß ich nicht, die Wohnung ist sehr hell. Die Wohnung ist sehr hell. Jetzt habe ich das Bild auch noch ein bisschen heller gemacht. Da sind überall Vorhänge so. Es ist trotzdem hell. Ich brauche gar kein Licht hier anmachen. Man muss einfach alles so lassen, wie es ist. Gewöhnt euch dran, dass es hell ist. Könnt ihr vielleicht durch eine Maske aufziehen, dann wird es dunkler. Oder ihr macht einfach die Augen zu, dann wird es auch dunkler. Wir machen wieder Rückwärtssaldo gegen das Mewtwo. 3-8 gegen 4-2. Sein Mewtwo ist gar nicht so hoch und so krass. Wer den ersten erstmal ab, also manchmal lasse ich den ersten durch und wehre den zweiten ab. Jetzt habe ich den ersten abgewehrt und lasse halt den zweiten durch, wie auch immer. Mal gucken, was so weit hier geht. Dieses Mewtwo scheint nicht so brutal zu sein wie andere Mewtwos, die ich sonst erlebe, aber das ist auch schon wieder ein erlöstes. Ist aber nicht der gleiche Gegner, den ich eben hatte, oder? So. Soll ich mich jetzt kaputt machen lassen? Ich lasse es mal durch. Dann bin ich weg. Komm aber mit meinem Giratina rein. Das hat nämlich auch schnell Moves voll. Und gerade wenn er noch ein paar Stahl-Pokémon hat oder irgendwas. Er hat eine Fee. Oh, er hat auch Togekiss. Hätte ich meinen Togekiss lieber behalten. Egal, mach mal einen Spukball drauf. Ein zweiter Spukball. Ich könnte vielleicht noch hinkommen. Er wehrt ab. Er kann nicht mehr abwehren. Ich muss einmal den Spukball voll machen noch und drauf zimmern. Bitte. Den wehre ich ab. Ich brauche noch einen Spukball da drauf. Und dann kann ich den Rest, falls er nicht stirbt, ja trotzdem mit Dialga machen. Nee, er hat gewechselt, oder? Oh, er hat auf Giratina gewechselt. Der Hund. Der Hund wechselt auf Giratina. Aber das ist egal, glaube ich. Denn wir machen den Rest jetzt hier mit Dialga fertig. Der kann uns nicht umbringen, egal was der jetzt macht. Der kann uns nicht umbringen. Wir machen den Rest mit Dialga, laden einen Eisenschädel auf und knallen den auf sein
Togekiss. Drachenklaue macht nicht viel. Wir machen weiter. Das ist gut. Das ist auch. Über die Hälfte ist schon voll. Togekiss kommt rein. Und jetzt ein Eisenschädel auf Togekiss. Und dann war es das. Stahl gegen Fee. Immer gute Sache. Drache gegen Drache auch gut. Aber weil wir ja nicht nur Drache sind, sondern auch Stahl, hat seine Drachenklaue von dem Giratina davor nicht so viel gemacht. Giratina mit Beinen in der Meisterliga. Keine gute Wahl. Nehmt immer das mit Flügeln. 1703, schon 3 gewonnen. Weiter, Meisterliga, fort. Bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich keinen Groudon genommen habe? Ich wollte erst Groudon nehmen. Ich habe keinen Groudon genommen. Bis jetzt komme ich wieder gut klar. Mit demselben Team, was ich schon seit dem ersten Kampf in der Meisterliga genommen habe. In der ersten Season, im ersten Kampf, habe ich gefühlt dieses Team genommen. Ich habe nur dann immer noch ein bisschen pushen müssen und ein paar Attacken austauschen. Aber irgendwie hatte ich immer diese 3 Pokémon. Habe mich so gefreut, dass ich dann das 100er Giratina hatte. Ich hatte vorher einen 98er, immer auf 40. Dann kam die XL dazu, das Ding kam zurück. Also habe ich mich irgendwann hingestellt, habe gesagt, gut, ich mache jetzt, bis ich einen 100er habe und das ziehe ich dann hoch. Und dann beim Dialga, ich brauche XL für das und das und das. Habe das alles so gemütlich gemacht. Hier wechsle ich jetzt auch mal raus. Denn ich glaube, ich hatte in Erinnerung, dass seine Moves gegen mich nicht so stark sind, wenn ich Giratina habe. Obwohl ein Surfer macht trotzdem mindestens ein Drittel, oder? Nee, macht gar nichts. Dann kann ich auch mit drin bleiben. Immer gut, wenn der Gegner zuerst wechselt, dann könnt ihr drauf reagieren. Die ersten 2 Gegenüberstellungen sind einfach das Wichtigste. Gerade wenn ihr das Gleiche habt und euer ist ein bisschen höher, dann ist das immer eine gute Sache. Wir versuchen den Rest jetzt noch so wegzumachen. Ich hoffe, der hat keinen Blizzard. Wir lassen es also einfach einmal durch. Ist Surfer, ist also wie gesagt nicht so schlimm. Und jetzt haben wir einen vollen Spukball. Egal was jetzt kommt, einfach Spukball drauf. Und es ist Togekiss. Togekiss kriegt den Spukball. Der kann uns meinetwegen jetzt umbringen. Macht er aber nicht. Hat immer noch 2 Schilde. Was macht er? Nur noch ein Pokémon. Und das ist Heatran. Heatran als ein einzelnes Pokémon. Stahl und Feuer, oder? Hat er Stahl? Der müsste Stahltyp haben. Und er wehrt ab. Jetzt wehrt er auf einmal ab. Ob das Abwehren ihm jetzt noch was bringt? Er macht so gut wie keinen Schaden. Das heißt, ich kann nochmal auf Spukball gehen. Vielleicht sein zweites Schild noch rausloggen. Hat Heatran überhaupt Stahl-Moves? Der ist zwar vom Typ Stahl, aber hat er auch Stahl-Moves? Sonst könnte ich Togekiss reinholen. Sein Feuer gegen meinen Dialga ist vielleicht im Vorteil, aber ich greife einfach mal an, so. Ich lasse auch einfach mal durch. Ich fühle mich jetzt total sicher, da ich noch 2 Schilde habe. Und jetzt überrascht er mich bestimmt mit irgendwas. Eisenschädel. Gut, gut, dass wir es durchgelassen haben. Eisen gegen Eisen, ja. Macht Krach, aber sonst nix. Macht er noch einen Eisenschädel? Flammenwurf? Okay, jetzt würde ich vielleicht anfangen, mal auch was abzuwehren. Gehen wir auf Dragometeor. Schaffen wir überhaupt noch Dragometeor? Wir haben auf jeden Fall so viele Schilde. Wir hätten jetzt einen Eisenschädel machen können. Das hätte bestimmt gereicht für ihn. Er wäre weg. Aber ich habe ja 2 Schilde, die Schilde nutzen und den Dragometeor voll machen und diese herrliche Attacke spielen, dass man auch nochmal hier diese Animation sieht. So, eine Animation. Das müsste der 4. Kampf gerade gewesen sein. 4. Kampf fertig, 5. Kampf incoming. So, Meisterliga. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, wie wir es machen. 1 Stunde Meisterliga aufnehmen. Da komme ich wenigstens dazu, 3 Sets zu spielen. Wenn ich nur 5 Kämpfe mache, nur ein Set, dann spiele ich danach meistens gar nicht mehr. Und komme auch gar nicht großartig voran. Also eigentlich müsste ich immer 1 Stunde aufnehmen, dass ich immer mal ein bisschen vorankomme, weil ich spiele GBL nur im Stream, also im Video. Aber irgendwie habe ich gar keine Zeit. Ich hatte noch andere Dinge zu tun und es ist alles so chaotisch momentan. So, lass mal durch. Wir lassen mal durch. Wir haben noch sehr viel Energie. Er ist trotzdem natürlich stärker als sonst, weil es ein Krypto ist. Er kommt jetzt auch mit seiner 2. Attacke. Das kennen wir ja. Wundert mich eh.
Weil wenn ich bei Hälfte bin von meinem Move, hat er seinen meistens schon voll. Jetzt war ich fast voll mit meinem Move und dann hat er erst eine Attacke gemacht. Heißt, er hatte schon einen voll, hat aber gewartet, bis er den zweiten irgendwie spammen kann, sich das im Hintergrund füllt. Habe ich immer noch nicht verstanden, dass das halt bei den Gegnern immer so gut funktioniert, bei mir nicht. Da geht immer, wenn einer voll ist, der nächste nur bis zur Hälfte und dann tut sich gar nichts mehr. Das nervt mich schon ein bisschen. So, kommen wir hier auf Flammenwurf. Wir sind auf jeden Fall hier dran. Ich glaube, vielleicht hat der Gegner sogar die Verbindung verloren. Weil der hat ja jetzt einfach gar keinen Schaden mehr gemacht. Nö. Er wehrt noch ab. Er macht jetzt einen Move. Ich würde es jetzt durchgehen lassen. Und auf Stahl. Ich würde auf Geist wechseln. Weil der eben schneller seinen Unheilböden voll hat als ein Dialga, was anderes. Schlagbohrer, gut, war eh nicht so brutal. Wir machen das mit den Quick Moves. Egal was jetzt kommt, einfach wieder Spukball drauf. So, es ist ein Knackrack, aber er hat aufgegeben. Das heißt 5-0 im ersten Match. Ja, Adi ist hier, ne? Molly ist und Adi nicht. Der hat Reserve. So, Pokémon-Belohnung ist für mich eigentlich immer das Interessanteste, Wichtigste. Und es ist ein Dratini. Tüt mal das mal ein. Ich hoffe, das klappt mit dem Fang. Manchmal ist er ja, wenn du einen Ball geworfen hast, so ein Fehler, dass einfach dann dort steht, es flieht. Und du musst es nochmal abholen und nochmal. War in den letzten Folgen auch immer so. Keine Ahnung wieso. Schauen wir mal hier rein. 11, 13, 12. 5 gewonnen. Rang 14. Also ich habe wirklich nichts gemacht oder nicht viel gemacht. Mein Ziel ist immer noch Rang 21, beziehungsweise Rang 20, also aber eigentlich auch Rang 19. Rang 19 würde ja schon reichen für die Top-Lade-TM. Die finde ich immer gut, die brauche ich immer. Kommt öfters mal zum Einsatz, gerade wenn irgendwelche Legendären, die ich schon als 100er habe, zurückkommen mit einer neuen Attacke. Kann ich dann über diese Top-Lade-TM dem alten 100er diese neue Attacke geben, wenn die besser ist. Bock sei Dank, Rang 11. Togekiss, Metagross, würde ich direkt wechseln eigentlich. Ich denke mal, er geht auch raus, ja, auf, ah, Dragoran, der mit seinen Drachenmoves und gerade Drachenklaue, da werde ich nicht lang gegenhalten. Jetzt hängst du Wäsche auf, oder ab, oder wie, oder wo? Die stinkt. Da braucht man sie auch nicht waschen, wenn sie durchs Waschen stinkt, ne? Also. Wie lange ist lang? Na, ein paar Stunden. Ich wusste doch, es gibt noch einiges zu tun. Hätte ich nur ein Set gespielt, hätte ich noch Wäsche aufhängen können. So, Unheilböen und er wehrt ab. Wenigstens ist das Schild weg, aber lasse ich den jetzt durch nicht. Was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Ich brauche den ja eigentlich gegen sein Metagross. Also, wir wehren nochmal ab. Wir versuchen, den Rest noch von ihm loszukriegen und den Move, den wir jetzt voll haben, auf das Metagross. Aber es ist nicht mal Metagross da, es ist Gyarados und jetzt ist er weg. Was mache ich jetzt? Ich habe kein Schild mehr. Flug, Antikkraft ist doch, Gestein, passt doch gegen Flug. Ansonsten, ein paar Rückwärtssaldos und, der kann, glaube ich, Knirscher, er macht aber Nassschweif. Jetzt hat er sein Metagross wieder drin. Und jetzt kommen wir hier mit. Ne, wir kommen nicht mit, wir müssen, er bringt mich ja schon um. Jetzt wollte ich sagen, wir müssen erstmal die Feuerattacke voll machen. Aber der wehrt die ja dann ab. Also tun wir so, als würde man die voll machen wollen, wechseln schnell auf die Alga und greifen dann an, aber in dem Moment hat er mich schon umgebracht. Also konnte ich jetzt gar nichts machen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist ein Eisenschädel zu machen. Ist das überhaupt Eisenschädel? Ja. Weil Dragomedeor hätte er auch abgewehrt, dann hätte ich weniger Verteidigung, weniger Angriff, dann wäre gar nichts mehr gewesen. So kann ich vielleicht schauen, ob ein paar Moves. Ach, er hat Erdbeben. Zack und weg ist er. 5-0 im ersten und 0-1. Also, naja, woran liegt's? An der Wäsche.
Ich sag's. Eben war keine Wäsche im Spiel. 5:0. Jetzt Wäsche dabei. Vorbei. 19 Minuten. Man könnte ja auch so ein Zwischending machen. Wenn man sonst 3 Sets gespielt hat und beim letzten Mal ein Set gespielt hat, dass man dieses Mal 2 Sets spielt, dann ist wenigstens was da. Und er wechselt natürlich wieder raus auf Trigefallo. Trigefallo, Unlicht und Drache. Mit Drache ist er gut gegen mich, ich bin nicht gut gegen Unlicht. Das heißt, eigentlich ist er schon wieder richtig gut drauf und ich gucke in die Röhre. Ja, er macht auch hier gut was, hat auch beste Kumpelschleife am Start. So. Deridus. Unheilbön, Mann. Er hat alle seine Schilde schon fort. Ich hätte noch einmal Unheilbön voll gehabt, aber bin weg. Machen wir jetzt. Ach komm, ich komme in die Jalga rein. Er hat ja eh keine Schilde mehr. Ich weiß nicht genau, was er jetzt kann. Finsteraura. Nee. Lass das mal weg. Du musst fort. Der nächste kriegt einfach einen Drachen. Oder nee, erstmal gucken, was kommt. Hat er Metagross wieder? Macht Meta. Wenn ich Eisen. Wenn ich Dragometeor mach. Meine ich doch. Mann. Drage, jetzt habe ich Eisenschädel gemacht, aber war Dragometeor voll. Hier wäre ich lieber gewechselt aufs Togekiss. Ah, haust sich hier drauf. Sehr effektiv, das sieht gut aus. Und er ist fort. Und jetzt habe ich keinen Move mehr voll und er bringt mich gleich um. Nein, mach's nicht. Oder Dragometeor wird voll, kommt noch durch. Jetzt merkt man aber erstmal, wie unruhig das ist, wenn man bei sich zu Hause aufgenommen hat. Totenstille. Und hier raschelt die Tüte auf einmal im Hintergrund. Man hört sogar die Wäscheklammer knacken. Man hört sogar an Adi seine Nase schnaufen. Nee, das natürlich nicht, aber trotzdem. 1:1. Es ist trotzdem, ja, ich bin total... Ich finde keine Ruhe, Pupsi. Ich finde keine Ruhe. Ich bin so schon angeschlagen. Ich glaube, seit dem Vorfall mit dem Arzt leide ich nur noch unter Angststörungen und Panikattacken. Deswegen fühle ich mich unwohl, sobald jemand sieht, dass ich irgendwo bin und irgendwo rede, weil ich immer mir irgendwas zuschiebe. Nach einem Stream dran denken, dass man die Spülmaschine anmacht, weil die ist sehr laut. Nach dem Stream, ja. Ja, das würde ja sonst stören. Ja. Das stört aber richtig. Surfer hätte mich, glaube ich, nicht umgebracht, aber ich werf Steine auf den Fisch. Was? Warum auch immer. Eigentlich bei sowas müsste man wechseln. Aber eigentlich dachte ich, er wechselt erst. Er wechselt nicht. Er macht einfach weiter. Warum auch immer. Auf damit. Lass ich es jetzt durch? Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich lasse es durch. Egal, ich komme da mit Giratina gegen den Fisch. Der hat bestimmt dann trotzdem auch wieder einen Metagross am Start und so Zeug. Und noch Mewtwo dabei. Und, ach, guck mal, da ist schon die Alga. Oh, altes Haus. Was geht? Jetzt einmal so. Dann muss er abwehren. Macht er nicht, dann wechsle ich jetzt trotzdem, weil den Rest kriege ich gut mit der Sofortattacke hin. Tja, Leute, die mitzählen, wüssten jetzt, ob es Eisenschädel oder Dragometeor ist. Ich wehre einfach mal ab, weil ich Angst habe, dass es Dragometeor ist. Es ist Dragometeor, also war gut, dass ich abgewehrt habe. Dann kann ich ihn umbringen, kann noch Move voll machen. Er hat noch ein Schutzschild, jetzt kommt er hier mit Boden. Ich mache jetzt auch Dragometeor, in der Hoffnung, dass er jetzt also sein Schutzschild wegnimmt und ich sowieso dann tot bin, aber den Rest vielleicht mit Giratina machen kann. Wir leisten ja noch ein bisschen Widerstand. Vielleicht hat er sich ein Erdbeben vollgeladen und auf das Erdbeben drauf noch ein Feuerschlag. Kommt jetzt mit dem Feuerschlag und hat ein volles Erdbeben gegen, nein, er macht Abgrundsklinge. Erdbeben gibt's gar nicht mehr. Hab ich jetzt gerade rausgefunden. Und jetzt hat er Feuerschlag voll, oder? Als ob er zweimal Abgrundsklinge nacheinander hat. Vor allem Grunz. Wie ein Schwein. Abgrundsklinge. Abgrundsklinge, ich bin tot. Hätte ich doch Groudon genommen. Der ist ja so gut.
Der macht einfach fünfmal seinen Move. Ich glaube, irgendwann drehen Pupsis Nachbarn durch. Die kennen das ja nicht. Sonst ist es immer hier ruhig, gemütlich. Jetzt ist Ramses da, vorhin stand er am Fenster, Raider Mittwoch aufgenommen, hat die ganze Zeit gelabert in einer Tour und so laut. Jetzt sitzt er hier und schreit im Raum rum. Also für mich klingt das alles laut, aber ich hab's ja auch auf die Kopfhörer. Vielleicht ist es gar nicht laut. Vielleicht hört Pupsi mich nicht mal, wenn sie in der Küche steht, obwohl da keine Türen sind. Obwohl eigentlich sind die Nachbarn ja einiges gewohnt, ne? Wenn hier immer hinter Gittern läuft, nachts, auf volle Pulle. Und die Walter schreit immer rum im Frauenknast. Ja, genau das habe ich gemeint. Der macht jetzt Eisenschädel. Weil es Stahl ist. Ansonsten mache ich einfach Antikkraft, weil kann das sein, dass mein Angriff und meine Verteidigung gestärkt sind und er trotzdem Schaden nimmt und vielleicht ein, oh, ein Schild. Er nimmt ein Schild. Wenn die Jäger schon mal weg ist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ich würde also meinen Togekiss gerade mal beschützen, weil ich ja nicht weiß, was noch kommt. Aber falls er noch einen anderen Drachen hat, dem anderen Drachen auch noch ein bisschen einzuheizen. So, er hat. Jetzt kommt nochmal Stahl. Und ich versuche fix auf. Nein, natürlich reicht's nicht, weil Melmetal blöd ist. Melmetal ist so schnell immer voll, das nervt einfach komplett. Und es bringt mich fast um, aber ich will einen Flammenwurf machen. Und jetzt ist hoffentlich sein Schild weg. Oder er lässt es durch. Lass es durch. Nein, aber sein Schild ist weg. Jetzt habe ich ja trotzdem gegen Stahl immer noch übrig das Giratina. Und kann jetzt gemütlich vollladen, einen Spukball draufsemmeln, der hoffentlich ordentlich Schaden macht. Und falls er wechselt auf was anderes, dann wechsle ich halt einfach auch, weil ich habe ja noch das Dialga. Aber erstmal gucken, wann er wechselt. Spukball ist voll. Spukball. Mann. Ja, das sah gut aus. Ich kann doch eigentlich drin bleiben. Er kann eh nicht mehr viel machen. Oder? Was hat er denn noch? Der kann dann vielleicht Kraftkoloss oder sowas gegen mein Dialga. Also bleiben wir drin. Der soll sich steinhagelieren bis zum geht nicht mehr. Wir laden jetzt schon mal einen Move auf fürs Letzte. Wenn das Steinhagel ist, werde ich sicherlich überleben. Hau ihn weg mit dem Quick Move. So, mach jetzt direkt einen Spukball auf das letzte Pokémon. Und es ist ein Knackrack mit Boden und mit Drache. Was schon wieder doof ist. Weil er halt sehr effektiv gegen mich ist und jetzt einfach nur zweimal seinen komischen Erdkräfte macht und dann bin ich weg. Aber zum Glück können wir seinen Drachenanteil mit dem Quick Move schnell rauskitzeln. Hui, und das hat sogar funktioniert. Bisschen länger hätte er vielleicht Erdkräfte gemacht, dann hätte mein Dialga zusammengeschrumpft wie eine Rosine. 1707, nächster Kampf. So, Meisterliga. Wir sind bei 28 Minuten. Die ganzen GBL-YouTuber, was machen die denn? Hä? Die setzen sich hin und nehmen ein Set auf oder was? Und dann kommt der Ramses hier, macht immer drei. Warum immer so übertrieben? Dann sagen die Leute schon, eine Stunde guckt keiner. Dabei sagt meine Community immer, was, eine Stunde ist richtig genial, einfach mal hinsetzen und abchillen. Ich spiele dann meistens eh nebenbei selber GBL, da gucke ich eh nicht hin, was du da machst, ne? Dagger, sagen die immer, Dagger. Hätte ich jetzt wechseln sollen, ich wäre einmal Lab. Weil das ist mir wichtig. Mach nochmal so. Wechsel jetzt auf das Giratina. Er kommt jetzt aber mit Felinara. Ja, das war jetzt, naja, weiß ich nicht warum. Vielleicht hätte ich aber den Rest weitermachen sollen und es wäre tot. Aber er hat mir eh schon ein Schild geklaut. Oh, und er lässt sogar durch und kriegt die volle Breitseite ab. Und jetzt kann ich immer schön auf Unheilböen gehen. Das ist einfach viel schneller durch und jetzt entweder stirbt er oder er muss die Schilde opfern. Also ich habe echt Glück gerade, glaube ich. Das hat nichts mit Können zu tun. Das ist einfach nur gerade Glück. Und? Nein! Was mache ich jetzt? Gute Frage. Wir
Ah, das ist ja ein Drachenmove. Ich muss hier drauf. Ich muss hier drauf und ich muss noch einmal abwehren und dann muss ich ihn umbringen und dann muss ich auf das, was danach kommt, meinen Move machen. Was dann hoffentlich auch funktioniert. Also geh kaputt und du kommst rein und wir machen Flammenwurf auf Heatran, was selber Feuer ist. Was selber Feuer ist, aber ich glaube, ich könnte nochmal wechseln. Ich wechsle auch nochmal, weil ich komm nicht weiter. Es ist Quatsch. Also gegen Feuer und gegen Stahl. Er gegen mich, da geht was, aber vielleicht nicht so viel. Jetzt kommt Kyoko noch rein, das Server vielleicht noch aufgeladen. Müsste ich überleben. Kann schon mal einen Move am Kyoko voll machen und eventuell ein Eisenschädel auf das Heatran, dass sein letzter Schild fort ist. Was mir trotzdem nicht so viel bringt, weil er lädt jetzt sich auf. Ich bin dann tot und die geballte Ladung knallt auf meinen Togekiss. Togekiss! Nein! Und da kommt seine geballte Ladung, wie schon angekündigt. Der muss gar nichts sagen. Ich kann auch für ihn sprechen. Flammenwurf. So. War das die 4? Warte mal, 1, 1. 2, 2, 1 noch? Wie, das waren schon 5. Es waren schon 5 und ich habe verloren. Gut. Nicht mal die Pokémon-Belohnung ist am Start. Ich glaube, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich glaube, wir rotzen noch schnell 5 Matches durch. Einfach so. Weil das ist jetzt 17.17 Uhr. Nach 5? Nach 10 Matches ist gerade mal eine halbe Stunde aufgenommen. Das heißt, ich könnte sogar 4... 4 Sets in eine Stunde reinpacken, wenn ich Glück habe. Aber jetzt nicht. Ich muss 17.30 noch schnell was machen und dann Stream vorbereiten. Tulululu. Eigentlich wäre es sowieso schöner, wenn man das an dem Tag, wo man das aufnimmt, auch raushaut. Dann kann man nämlich sagen, ich muss 17 Uhr noch streamen und die Leute wissen, aha. Ist aber leider nicht so. Ich muss die Raid Mania vorbereiten. Die erste Raid Mania seitdem die Fanrate-Pässe kleiner sind, reduziert worden sind und teurer sind, meine ich. Ja, bringt mich alles hier durcheinander. So, wieso hat das jetzt eine andere Farbe? Was soll das? Ist das jetzt wieder stärker? Weil die Farbe gewechselt hat. Nein, ist es nicht. Lasst euch da nichts erzählen. Es wehrt auf jeden Fall ab. Wenn es ab wäre, dann wäre ich nicht ab. Ich bin ja kein Kyogre. Du bist besser. Das war Ursprungswoge. Mein lieber Scholli. Und Schlodrian auch noch. Kennt ihr eigentlich Scholli? Wer ist Scholli? Was heißt mein lieber Scholli? So, und Dragoran. Dragoran kommt rein und Dragoran bringt mich um. Und jetzt bin ich bescheuert. Ich drücke die ganze Zeit bei Spukball rum. Dann denke ich, ach, Spukball wird nicht voll. Dann sehe ich links. Dann sehe ich links natürlich, dass Unheilböen voll ist. Will gerade drauf drücken, sehe. Ah, warte mal, Spukball ist ja doch voll. Will den Daumen wieder rüber zerren auf und dann bin ich tot. Obwohl beides voll war. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich sammle jetzt. Mal Rückwärtssaldos. Sammel in Ruhe. Kraftkoloss. Ja, das wäre auch gegen das Dialga fett geworden. Habe jetzt aus Versehen nochmal geschildet. Obwohl ich eh geschildet hätte. Trotzdem war es aus Versehen, weil ich die ganze Zeit wild gedrückt habe. Und es ist ein was? Es ist sehr effektiv und es macht was? Und wir machen nochmal Antikkraft und wir hauen den halt weg und dann dürfte ein Rückwärtssalto noch reichen gegen das Dragoran, oder? Also Dragoran sehr gut. Wenn Dragoran reinkommt, der haut immer die ganzen Giratinas raus. Durch seinen Kraftkoloss ist er natürlich jetzt auch stark gegen die ganzen Stahl-Pokémon. Dragoran hat durch das Kraftkoloss wohl enorm zugelegt an Nützlichkeit, Nutzbarkeit, Nutzivität, kann man auch sagen. Sagt kein Mensch, gibt's auch gar nicht das Wort. Ach, ist das beruhigend.
Sonst hat man immer das Sofa gesehen, wo die Katze drauf lag. Aber man hat die Katze nicht gesehen, weil die Sofalehne davor war. Jetzt sieht man das Sofa ohne Katze, weil die Katze direkt neben einem auf dem Boden liegt. Du bist der Adi Schatz. Wann kommt das Glück von? Durchlassen, nicht durchlassen. Den ersten lasse ich durch. Den zweiten muss ich dann wieder abwehren. So. Wie geht's weiter? Was kommt danach? Natürlich bringt er mich um und ich komme mit Giratina irgendwie. Ne, warte mal. Na doch. Hätte ich eigentlich machen können. Weil viel reise ich hier ja eh nicht, wie man sieht. Also eigentlich hat mir das gar nichts gebracht. Wäre ich lieber gestorben und hätte mit Giratina den Rest von ihm gemacht. Wenn er eh die ganze Zeit nur Psychostoß macht. So, Giratina? Vielleicht hat er jetzt noch was Stahliges. Kommt mit Unlicht. Unlicht, Gestein, jetzt wieder Drache und Boden. Was für mich natürlich nicht so gut ist. Außer er hat Sandgrab. Dann ist es egal. Einmal abgewehrt. Vor allem kämpfe ich mit dem Handy. Mit dem Handy muss ich gleich noch streamen und der Akku ist gleich leer. Das ist nicht so gut. Erdkräfte. Doch, er hat Erdkräfte. Und vielleicht schaffen wir es trotzdem. Erdkräfte lädt schnell. Der wird gleich Erdkräfte machen und das war's. Vielleicht war es es auch nicht. Kann ich schlecht einschätzen. Wir sind noch über der Hälfte. Zieht's alles ab, zieht's die Hälfte ab, zieht's gar nichts ab, zieht alles ab komplett. Wir kommen zurück. Wir müssen hier noch schnell zack, zack, zack versuchen. Und jetzt ein Spukball auf. Hab schon wieder vergessen, was da war. Despota. Ah. Despota, glaube ich, nicht gut für mich. Unlicht, ne? Gut gegen Geist. Deswegen bin ich nicht effektiv. Und denke mal, dass ich hier unterlegen bin. Er braucht halt ein bisschen, bis er seinen Move voll hat, aber sobald er einmal voll ist, jetzt war es das, denke ich. Hier, guck, jetzt ist er zwar im Roten, aber der schaltet sich jetzt ein und der macht jetzt Knirscher. Macht er Knirscher? Er macht Knirscher. Sehr effektiv, passt raus. Props an den Gegner. Da hinten steht da. Ich muss mir... Also Steckdosen sind auf jeden Fall frei. Ich muss mir Ladekabel dann suchen. Fürs iPhone. Nein. Und jetzt weiß ich genau, dass das lange Ladekabel fürs iPhone noch in Hildburghausen in der Wohnung in der Steckdose neben dem PC, neben dem ehemaligen PC-Schreibtisch Platz hängt. Ach Mann, wieso? Wieso machen die sowas? Das kann doch nicht sein. Das ist Eisenschädel. Eisenschädel, Eisenschädel. Aber es ist gut, dass wir trotzdem so viel Schaden machen immer. Das gefällt mir richtig. Da denkt man sich, Togekiss ist einfach das beste Pokémon. Und jetzt im letzten Event war auch schon wieder Togekiss da. Und Togetic gab's. Und jetzt kommt C-Day noch mit Togetic und du denkst dir so richtig, boah, reicht es denn nicht langsam mal? Dann hat jeder das. Dann bin ich auch nicht mehr so gut. Obwohl, wenn das dann jeder nimmt, ich mache immer meistens Togetic gegen Togetic, also ist das ja eigentlich gut, wenn die dann alle Mewtwo rausnehmen und dafür Togetic reinnehmen und man dann so ein bisschen vielleicht besser ist, weil man halt es auch in 100 auf 50 hat. Damals musste man noch brüten. Mittlerweile kannst du die wild fangen, eine ganze Armee aufbauen. Guck mal, selbst gegen Kyogre macht das Togekiss richtig viel Schaden. Der hat jetzt ein ganzes weggehauen, plus ein halbes jetzt noch dazu. So. Jetzt bin ich auf Dialga gewechselt aus Versehen. Eigentlich wollte ich auf Giratina. Aber machen wir halt hier den Rest. Dialga hält ja eigentlich viel aus. Ich kann ja dann trotzdem nochmal wechseln, oder? Und meinen vollen Move einfach speichern. So, was hast du jetzt? Du hast eh nur noch einen. Da kommt Katagami. Der ist was mit Stahl. Deswegen bin ich
gut dabei. Pflanze Stahl, das hat richtig fett abgenommen. Laubklinge macht nicht viel. Er könnte eigentlich jetzt schon aufgeben. Wenn er es durchgehen lässt, ist er weg. Wenn er es nicht durchgehen lässt, hat er kein Schild mehr und dann müsste er mit den Quick Moves wahrscheinlich umfallen. So, er hat es abgewehrt. Schaffe ich es mit den Quick Moves jetzt? Beziehungsweise ich könnte auch auf Nummer sicher. Ich gehe auf Nummer sicher, mache nochmal Unheilböen. So. Unheilböen und vorbei. War, glaube ich, der dritte. Aber war es der dritte Sieg? Nee, ich habe einen verloren zwischendurch. Das heißt, ich kann, glaube ich, noch zwei Kämpfe machen, brauche aber noch einen. Ich brauche noch einen Sieg für die Pokémon-Belohnung. Ramses der Dichte. Gegner wird gesucht. Schießt er wieder hoch, du. Da schießt er wieder hoch. Star 1341. GG. Togekiss. Rihonior. Ich könnte das ja theoretisch auch am Donnerstag einfach rausbringen. Die Folge Ramses Minus. So. Was? Gestein, Flug, Zeugs? Nee, warte. Wir müssen abwehren. Der macht Felswerfer. Nee, der macht Surfer. Ist aber auch nicht schön. Der macht Surfer. Guck dir das an. Ich mache Antikkraft. Ich würde ja gern wechseln, aber irgendwie. Rihonda habe ich selten als Gegner, aber wenn, dann stehe ich immer da und bin aufgeschmissen, weil ich mir denke, was mache ich? Nix. Ach, ich drücke einfach weiter drauf. Wer wechselt, hat verloren. Genau. Jetzt neu. Und Wasser, Kyogre. Bin ja eigentlich eben gut angekommen. Medialga gegen Kyogre. Hole ich jetzt erstmal rein. Ich gucke mir das jetzt mal hier anders geschehen. Weil ich mache gut was, er macht weniger gut und vielleicht wechselt er ja sogar nochmal. Ich lasse es durch und jetzt ist es ein Blizzard. Nö, es ist ein Surfer. Also, zum Glück haben wir es durchgelassen. Schaffen wir den Rest? Er macht noch einen Move. Ich wehr jetzt mal ab. Und ich werde auch gleich wechseln. Ich habe jetzt zwei volle Moves brutal am Start. Er kommt jetzt mit irgendeinem Psycho-Kack. Das heißt, ich komme jetzt mit dem Giratina. Versuche die Schilde rauszuloggen und die vollen Moves vom Dialga auf das Mewtwo zu packen. Psycho-Stoß. Macht die Hälfte. Ich muss jedes Mal jetzt Unheilböen drücken. Weil bis zum Spukball dauert es zu lang und nach einem weiteren Psychostoß bin ich tot. Wenigstens ein Schild weg. Komm, mach noch ein bisschen was gut mit deinen Quick Moves. Er muss ja jetzt raushauen. Und vielleicht soll ich zweimal Eisenschädel probieren bei die Jalga. Einmal fürs Schild und einmal zum Draufhauen. Aber wie viel hat die Jalga geladen? Ich komme rein mit einem Eisenschädel. Ich hoffe, der hat im Hintergrund einen anderen Eisenschädel geladen. Wahrscheinlich nicht. Sehe ich jetzt gleich. Und er hat, doch, er hat noch einen voll. Diesmal hat es wirklich funktioniert. Das dürfte jetzt eigentlich auch fürs Mewtwo ausreichen, oder? Reicht es aus? Ja, es reicht aus. Er ist fort. Das hat sich gut angefühlt. Das muss man schon so sagen. Da fliegt es wieder hoch und ist noch ein Kampf übrig. Ja, ein Kampf ist noch übrig, aber die Pokémon-Belohnung müsste definitiv jetzt da sein. Die Pokémon-Belohnung ist die Adi-Belohnung, die ich euch am Schluss noch zeigen kann. Emitov. Togekiss. Latios. Wasser. Wechsle ich jetzt wieder auf Dialga, weil ich mit Dialga eben so eine gute Figur gemacht habe. Gegen das Kyogre. So lange Dialga drin lassen, bis ich es wieder wechseln kann. Was noch eine Dreiviertel dauert. Eine Dreiviertel irgendwas. Oder einfach mal Eisenschädel drauf machen, damit wenigstens schon mal ein Schild weg ist. So. Abgewehrt, genau.
Jetzt wird er aber grantig, oder? Guck doch mal, wie der mir jetzt plötzlich zusetzt. Ich glaube, ich wehre doch lieber mal ab, bevor es das gleich war. Schaff sicherlich, ihn jetzt mit dem Quick Move zu besiegen. Und den nächsten Eisenschädel auf den nächsten Gegner zu hauen. Nein, er macht noch einen Move. Ich glaube, ich bin weg, wenn ich den nicht abschilde. Also lieber schnell abschilden. Weghauen. Beim nächsten draufhauen. Da kommt jetzt Latios. Ich mache jetzt direkt mal Dragomedeor, weil ich eh gleich wechseln kann. Beziehungsweise weil ich eh gleich tot bin. Wehrt er ab? Er wehrt ab. Ja. Da passiert jetzt nicht mehr so viel. Aber ich komme jetzt mit Togekiss rein. Es ist sehr effektiv. Macht 2-3 Rückwärtssaldos. Was kann der? Was kann der? Ich lasse es. Achso, ich muss es ja durchlassen. Ich lasse es mal durch, genau. Scheinwerfer. Noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt kommt Filinara rein. Filinara und der Scheinwerfer. Spukball, Spukball. Komm, ein Spukball könnte auch ausreichen. Das Filinara richtig schön zum Zusammenzucken zu bringen. Und jetzt Rest Latios ist noch da. Sehr effektiv, sehr effektiv, sehr effektiv. Mach Move und er ist weg. Latios mit dem Scheinwerfer. Was ist Scheinwerfer? Der Gegner mit dem Scheinwerfer. Der Gegner mit dem Scheinwerfer, so müsste es wahrscheinlich heißen, weil ich habe keine Ahnung, was Scheinwerfer ist, seit wann es das gibt. Habe ich wieder verpasst. Pokémon-Belohnung nehmen wir noch mit. Hier ist ein Wingull. Ich kann euch nochmal zeigen. Hier die Wurst. Da liegt die Wurst. Guck. Da liegt die Wurst und schläft. So, fürs Thumbnail, da muss man ja mal rumspacken und immer Zähne zeigen. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir das Wingull noch mit. Ist von Ostern noch ein Hase übrig geblieben. Der liegt hier auf dem Boden. Der Gegner... Was habe ich gesagt? Der Gegner mit dem Scheinwerfer. Fast auf 15. Ich glaube, wenn ich noch einen Set machen würde, dann würde ich auch auf die 15 kommen. Aber ich muss jetzt mal kurz das Wingull bewerten. 14, 13, 14. Passt. So, das war's von meiner Seite aus. Zwei Sets, drei Sets. Jenna Glücksfreund, Sets. Der Gegner mit dem Scheinwerfer. Jenna hat das vorhin schon angezeigt. Mir wird es jetzt erst gezeigt. Egal, lass mal so stehen im Raum. Ich muss jetzt gleich die Raid Mania aufnehmen und ich denke mal, dann haue ich diese Folge, wenn ich die Mittwoch aufgenommen habe, gleich am Donnerstag raus. Das ist dann direkt nach dem Wechsel und dann passt das auch. Donnerstag wird es, glaube ich, keinen Stream geben, weil Marie hat immer noch Ferien. Die ist jetzt gerade bei ihrer Freundin und sind noch Ferien und wenn dann die Ferien um sind und wieder Schule, dann muss ich ja eh zeitig ins Bett und da kann ich dann abends vielleicht noch ein bisschen mit euch mal was machen, vielleicht endlich mal den Naturin-Marathon durchziehen. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.